Wir sind an unserem Fluss und holen ein paar Sticks ab, ne? Und zwar hat ein guter Bekannter und Freund Mangrovenäste abgehackt für unseren ersten Bantaba, also für unseren ersten Pavillon sozusagen. Und jetzt holen wir diese Sticks ab, die er in den letzten 2 Tagen besorgt hat mit seinem Boot. Ja, ist doch schon wunderschön hier. Schaut euch das mal an hier. Wunderschön. Mega. Klares Wasser, man kann durchsehen. Das, was ihr da seht, diese Berge, das sind alles Muschelschalen. Gebt euch das mal. Das ist fast schon eine Insel bestehend aus Muschelschalen. Richtig krass. Ja. So eine Art Muschelfriedhof. Krokodile gibt es hier übrigens auch, aber die haben viel zu sehr Angst vor uns. Das heißt, die würden niemals hierher kommen. Ja, aber die gibt es hier definitiv. Zweimal zum Grundstück. Das ist jetzt die erste Fahrt und gleich holen wir dann den nächsten Sticks und dann sind wir durch. Die waren alle hier im Fluss. Jetzt müssen wir die suchen. Oh, oh.
unser Banta-Bar wird ein Viereck sein. Wir wollten erst einen kreisförmigen Banta-Bar, aber ein viereckiger Banta-Bar ist einfacher und etwas günstiger. Man braucht ein bisschen weniger Material. Ja, diese dicken Baumstämme werden das Fundament. Jede Ecke ein Baumstamm und in der Mitte noch eine Stütze zusätzlich. Der Mann der Stunde hat sein Werkzeug dabei. Ihr seht, gar nichts funky oder irgendwie spaciges dabei. Ganz einfaches Werkzeug. Und das liebe ich in Afrika. Die machen mit wenig viel. Und hier ist der Mann, der dafür sorgen wird, dass wir endlich auf dem Grundstück schlafen können. Bro, what's up? Yeah. Und die zwei kennt ihr. Der Baum bekommt wieder Blätter. Genauso wie unser Fachmann es uns gesagt hat. Okay? Also, wir wissen schon, was wir hier machen. Mahagonibäume verlieren erst alle Blätter und dann fangen sie an, heftig zu wachsen. Und ihr seht hier auch schon die Baby. Blätter hier. Ja. Das wird schon, meine lieben Savages. So, Leute. Die Männer besorgen Proviant. Die Dame wartet auf dem Grundstück. Und wir probieren immer neue Wege aus hier, ne? Jetzt sind wir komplett hier durch den Busch gelaufen. Ihr seht, hier ist alles grün. Hier lebt kein einziger Mensch. Und man sieht natürlich auch das Potenzial für die Zukunft, ne? Hier könnte man noch ganz viele Grundstücke kaufen, wenn wir natürlich die finanziellen Mittel haben in der Zukunft. Ja, aber hier herrscht klassische Rollenverteilung, ne? Und ich möchte nochmal alle Damen darauf hinweisen, wenn ihr hierher kommt, hier ist nichts mit Feminismus und so ein Quatsch. Hier gibt es klare Rollenverteilung, zumindest im Savage Camp. Wir gehen wieder zurück zu der menschlichen Natur, zu der Biologie. Bedeutet, wir setzen Mann und Frau so ein, wo die Stärken und Schwächen sind, okay? Und Männer haben nun mal einen robusteren Körper und können auch mal bei praller Sonne 8 Kilometer laufen, um Proviant zu besorgen, hin und zurück, ne? Dann lassen wir die Dame auf dem Grundstück und sie kümmert sich darum, dass es dann gemütlich ist, wenn wir zurückkehren. So einfach ist das. Okay? Und davon profitiert sogar die Frau. Stell dir mal vor, wir würden sagen, die Frau muss jetzt auch mit uns 8 Kilometer laufen. Das wäre asozial. Deswegen, Leute, die klassische Rollenverteilung macht schon Sinn. Ja? Das ist ein Bohnenfeld. Okay, diese Art von Bohnen werden wir auch auf dem Savage Camp einpflanzen. Ich liebe alle Gemüsesorten, die flach auf dem Boden wachsen. Ne, da muss man die nicht stützen und so einen Scheiß, ne? Ich finde, Intelligenz bedeutet auch immer den einfachsten Weg zu finden. Und wieso dann sich die Mühe machen mit irgendwelchen Sticks und hier und Stützungen und hier und da. Einfach die Pflanzen oder die Gemüsesorten aussuchen, die sowieso am Boden wachsen. Das ist genauso wie mit der Buschtomate. Übrigens die Originaltomate. Alle anderen Tomaten wurden danach modifiziert und die Buschtomate, die wächst auch unten am Boden. Da muss man also auch nichts stützen oder so. Mega. So, Leute, wir sind kurz was zu trinken kaufen gegangen. Wir kommen zurück und seht mal, wie schnell dieser Dude ist. Er steckt die ineinander rein, also ohne Nägel gerade, ne? Er wird erst später das dann mit dem Nagel alles nochmal befestigen. Aber er hat jetzt so eine Art Stecktechnik eingesetzt. Die Größe ist schon mal sehr, sehr nice, ne? Also, ich denke, wir haben uns die richtige Größe ausgesucht. Mega, Leute. Sehr, sehr nice. Das Gerüst steht also schon fast.
Guck mal, er hat sich sogar eine eigene Leiter gebaut. Ja. Man muss hier schlau sein, Leute. Er hat sich so auf schnell einfach eine eigene Leiter gebaut. Afrikanische Qualitätsarbeit.